Hallo Kinder, hier ist Tante Tanni und ich habe eine tolle Geschichte für euch. Sie heißt Die Frau am Brunnen. Den Merkvers finden wir in Lukas Kapitel 8, Vers 39. Erzähl, was Gott für dich getan hat. Die Geschichte will uns sagen, wir helfen anderen Menschen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Warst du schon einmal durstig? So durstig, dass du es nicht erwarten konntest, etwas zu trinken zu bekommen? Eines Tages wurde Jesus auf einer Reise sehr durstig. Würde ihm jemand zu trinken geben? Jesus saß in der Mittagshitze am Brunnen. Er war sehr durstig. Er war auch hungrig. Seine Freunde waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Doch Jesus hatte sich entschieden, beim Brunnen zu bleiben, um sich auszuruhen. Jesus hatte keinen Eimer mit einem Seil daran. Deshalb konnte er das schöne, kühle Wasser nicht heraufholen. Vielleicht würde jemand kommen, um Wasser aus dem Brunnen zu holen und ihm etwas zu trinken anbieten. Um die Mittagszeit kam eine Frau zum Brunnen. Sie hatte einen Wasserkrug. Sie wollte damit Wasser holen. Jesus sah sie an. Er wusste, dass sie eine Samariterin war. Er wusste auch, dass die Menschen von Samarien die Juden nicht mochten. Die Juden mochten die Samariter auch nicht. Jesus war ein Jude, aber er hatte die Samariter gern. Er mochte alle Menschen, egal aus welchem Land sie stammten. Jesus wusste, dass die Frau nicht mit ihm sprechen würde. Sie würde nicht mit einem Juden sprechen. Deshalb sagte Jesus zu ihr: Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Die Frau war sehr überrascht. Du bist ein Jude, sagte sie. Und du sprichst mit mir? Du weißt doch, dass ich eine Samariterin bin. So ist es, sagte Jesus mit einem Lächeln. Dann begann er, mit der Frau zu reden. Sie war so interessiert an dem, was Jesus sagte, dass sie vergaß, ihm etwas zu trinken zu geben. Jesus wusste, dass die Frau Probleme hatte. Er wusste, dass die Leute sie nicht wirklich mochten. Aber das machte Jesus nichts aus. Er liebte alle Menschen. Obwohl er müde und durstig war, konnte Jesus sehen, dass die Frau von Gottes Liebe erfahren musste. Es war ihm wichtig, ihr zu helfen. Darum vergaß er auch seinen Durst. Als sie miteinander sprachen, sagte ihm die Frau, dass sie wusste, dass Gott einen Retter versprochen hatte. Der würde den Menschen helfen, Gott besser zu verstehen. Da überraschte Jesus sie. Er sagte: Ich bin dieser Retter. Die Frau war so glücklich. Jesus war der Retter und er war ihr Freund. Schnell ließ sie ihren Wasserkrug stehen und rannte zurück in die Stadt. Sie wollte anderen Menschen von Jesus erzählen. Die Frau hatte den Menschen in der ganzen Stadt von ihm erzählt. Schon bald hatte sich eine Menschenmenge am Brunnen versammelt. Sie hörten Jesu Geschichten zu und luden ihn ein, bei ihnen zu bleiben. 2 Tage lang blieb Jesus in ihrer Stadt und erzählte ihnen von Gottes Liebe. Jesus liebt alle Menschen und hilft jedem. Es ist ihm egal, wo sie herkommen oder wie sie ausschauen. Alle Menschen müssen von Jesus hören. Du kannst dabei helfen, indem du anderen von Gottes Liebe erzählst. Du kannst so freundlich und hilfsbereit wie Jesus sein.